Ja, wir werden uns noch wiedersehen. Sicher. Ach, Zulamin, ihr habt so eine schöne Stadt. So, was läuft denn, dass ihr draußen frei rumlaufen? Ich bin beeindruckt. Danke, Rafim. Es freut mich, dass es euch gefällt. Ich bin wirklich beeindruckt von diesem Stiermann. Also, ich meine, dass er die Farben Rot und so überhaupt ertragen hat. Er muss wirklich über eine große Selbstbeherrschung verfügen. Ja, guck doch mal. Rafims Mantel, der ist ganz rot und wenn er so die Treppe hochgeht, dann flattert er ja. Naja, er hat ihn herausgefordert. Aber er hat ihn nicht gleich auf die Hörner gespießt. Deshalb große Selbstbeherrschung und ich bin beeindruckt davon. Seid jetzt nicht ihr ein wenig rassistisch? Wieso? Nur weil er von den Minotauren abstammt, muss das doch nicht heißen, dass er sich wie ein Stier verhält. Außerdem glaube ich habe gehört, das sei ein Gerücht mit dieser Farbe. Was ist dieser Rasrak? Was gedeihen hier für Kulte? Nun, gedeihen würde ich nicht sagen. Es ist eher ein Überrest aus alten Zeiten. Der Rasrak-Kult war früher wesentlich bedeutender. Wie gesagt, das ist ein Stierkult. Und naja, der Stier, Fruchtbarkeit, Stärke, Dinge, die für archaische Kulturen wichtig sind. Wenn ihr über die Brücke gegangen seid oder euch noch einmal umdreht in Richtung des gehörnten Propheten, könnt ihr doch erkennen, wie wohl hinter ihm drei weitere Kriegerinnen herangetreten sind, die euch in Körperkraft nichts nachstehen. Sie verfügen über eine barbarische Schönheit, verfilzte Haare, verfilzte Zöpfe. Eine sogar von ihnen ist einohrig, die andere ist vernarbt und stellen sich, ja, als wären es die Bräute des Propheten neben ihnen, hinter ihnen und starren euch aus wilden Augen nach. Sie sind wohl eigens wegen der Festspiele gekommen. Vielleicht spüren sie eine gewisse Verwandtschaft zu Leftan, der ja auch einer der gehörenden Götter ist. Und wollen ihn dadurch ehren. Also ganz ehrlich, der wirkte nicht ganz sauber im Kopf auf mich. Nun ja, das kennen wir doch, oder? Und sie können ihren seltsamen Halbdämon einen Gott nennen, solange sie wollen. Das wird euch noch lange nicht wahr. Ja, vor allem diese Hörner, also die machen mir schon Sorgen. Ach, aber er ist doch damit ganz gut durch die Türen gekommen. Nicht der Punkt, Voltax. Nicht der Punkt. Ihr dürft gerne mal eine Geschichtswissenprobe abliefern und eine Magiewissenprobe. Geschichtswissen ist erschwert um 7. Kann ich die beides elegant auf Götterkulte ableiten? Einer davon, kannst du ja auch so. Die Magiekunde auch erschwert? Magiekunde nicht. Interessant. Ich hab beide vergeigt. Der Praios-Geweihte. Hey, ich bin kein Praios-Geweihter mehr. Magiekunde. Außerdem, ich muss nicht wissen, ich muss nur glauben. Das ist eine gute Antwort. Die Hörner können natürlich für einen Paktierer stehen. Und es gab Geschichten aus den Zeiten vor 8 oder 7 Jahren, als Borberat Xamanot auf der Erde wandelte, dass die Gezeichneten, die Akten sind selbstverständlich hinter Verschluss, aber die Gerüchte wollen nicht verstummen und der ein oder andere hat vielleicht Fragmente der Aufzeichnung gelesen, dass einer der Chortempel in Kunchum, dort saß kein Chorgeweihter auf dem Thron, sondern einer der Balhari, der Belhalhar-Geweihten. Sollte es sich hier um einen Paktierer handeln und dieser Chortempel nicht mehr geweiht sein, dann könnt ihr ihn natürlich betreten, oder aber der Chortempel ist weiterhin geweiht und es handelt sich dabei nicht um einen Paktierer. Oder die Böse zu behaupten. Vielleicht ist Chor in Wahrheit doch kein Gott. Oder das. Zumindest habt ihr das Gefühl, während ihr über die Brücke geht, dass ihr weiter beobachtet werdet und ja, Fasar ist merkwürdig. Es schreit nach Veränderung. Auch wenn ihr vielleicht zurückdenkt an den Raya-Tempel,
mit einem Riesenskelett, mit den Personen, die von der Brücke geworfen werden, mit Giftanschlägen von Brei ausgeweihten, ob dies nicht schlimmer ist als Yolgurmak? Aber das sollte man Zulamin an dieser Stelle nicht sagen. Ja, und während euch solche Dinge durch den Kopf gehen, bleibt Zulamin an der Brückenbrüstung stehen und schaut über die Stadt. Seht, ist die Aussicht nicht wunderschön? Man es ist auf jeden Fall ein Weg, diese Stadt zu beschreiben. Zulamin deutet vor allem über die Stadt hinaus in Richtung der Novadi Pferdestation, da wo sie dann auf den großen Wiesen dann das letzte Gras abfuttern, damit sie dann in die Kurm gelassen werden können, worauf die Sphinx, die auch ebenso erhaben und uralt dort liegt. Ja, der Rest, gerade wenn ihr jetzt euch unter Keshal Issik befindet, der großen verborgenen Festung, ja, dem großen Armenviertel und der Gestank da so ein bisschen hochmieft. Aber Zulamin hat nur die Augen für den fernen Horizont. Ja, und die prächtigen Aburja und das Skorpiontor. Ich schaue ja mal in Richtung Yol Ifritim. Ja. Ein Felsen aus schwarzem Gestein mit Löchern, mehr Löcher als jeder Käse hätte, und Kavernen, merkwürdiger Rauch, der raus hinaussteigt. Geheimnisse. Man munkelt, dass nicht alles sich in den dritten Sphären befindet, sondern einige Teile der Akademie in anderen Sphären liegen. Er tritt neben ihn und meint, ja, das ist sie. Alter und erhabene Alachami. Ich habe viele Dinge über diese Akademie gehört, gute wie schlechte. Ich frage mich, was davon wahr ist und was Gerücht ist. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt. Sie ist uralt und mächtig. Langweilig wird euch dort gewiss nicht werden. Ich frage mich. Tumegaterion ist zwar als Feind von Papierern bekannt, aber wie viel weiß er von seinen Untergebenen? Nun, gerade du müsstest dich mit diesen Fragen doch befassen können und sie nicht uns stellen. Egal auch. Ist doch ein Kumpan aus deiner Gilde, nicht wahr? Sollte seine Bettgenossen schon kennen, hm? Er ist weder mein Kumpan noch mein Bettgenosse. Er ist ein Spektabilität einer Akademie und als solches wird ihn auch behandeln. Ja, aber mach doch nicht falsch, was ich gesagt habe, oder? Ist jetzt nicht so, als könnte. Sagen wir so. Tumek Aterion ist ein herausragender Gedankenleser und er hasst die Barbaradianer aufrichtig. Ich denke, er hat das im Griff und hält seine Akademie sauber. Er hat immerhin damals Liscom vertrieben. Wen nun? Liscom von Fazar. Er war damals Vizespektabilität und, sagen wir mal, Borbarat sehr zugetan. Ja, ich höre davon. Hey, ihr da! Im Namen des Satrapen, wer seid ihr? Wachen, komm auf euch zu. Ich bin Zulamin al-Shabra, Geweihter der Raja Ushtama. Wir sind auf dem Weg zum Tempel der Rahandra. Lasst uns passieren. Was für seltsame Farben tragt ihr? Nun, wie ihr sehen könnt, sind meine Begleiter Ausländer. Wir haben hier einen Geweihten des Chor. Raios. Kein Geweihter. Zwerg. Oh, verzeiht. Das ist nicht schlimm. Ich bin ja ein Zwerg. Habt ihr eine Einladung von dem Satrapen bekommen oder nicht? Wir haben keine Einladung von dem Satrapen, jedoch von diversen anderen Erhabenen zu den Festspielen. Und gewiss wolltet ihr einer göttergefälligen Mission nicht im Wege stehen. Er hält die Hand auf. Wer ist denn dieser Satrap? Khajiit bin Fazit, der Fürst, der Satrap. Aber wir bezahlen den Mann doch. Wieso immer ich? Ihr seid der Wohlhabendste von uns. Ja, richtig, aber ihr seid sehr reich.
Ihr solltet den Mann also gut bezahlen. Ansonsten dreht um und versucht euren Weg durch die Armenviertel. Wir können ja kaum wohl den Fürsten um seinen Wegzweifel drücken, meinst du nicht? Ich flüstere mal Sulami zu. Was ist hier der übliche Satz? Wir können euch auch so schnell wie möglich runterbringen. Er deutet dabei mit dem Finger über das Brückengerüst. Spart euch die Drohungen und ich bezahle ihnen, was auch immer hier üblich ist, denn das werde ich ja wohl wissen. Ja, also du kannst mindestens 3 Dukaten rübergeben, wird dann eingestrichen, jeder eine Dukate und dann könnt ihr vorbei. Ja, immer mal wieder Augen, die euch entgegenkommen, wenn ihr auf der Brücke euch über den Fürstenpalast bewegt. Ja, kannst du noch die 1000 Zimmer zeigen, die Minarette, die Bastion, den ganzen ummauerten Palast mit den Schützen, die euch auch beobachten, den Kornspeicher, die Zisternen, Kasematten und dann aufschließen in Richtung des Vex-Tempels und dem Rondra-Tempel, der dann hier nach oben ragt. Gemeinsam mit dem zeremoniellen Hauptquartier der Tulamidischen Reiter könnt ihr dann an diesem Rondra-Tempel im Barburina-Stil nach unten treten. Und wenn ihr dann unten angekommen seid, könnt ihr auch das große Mosaik erkennen, von dem Janan bereits gesprochen hat. Ja, das ist er. Der alte Tempel der Rahandra. Gibt es denn noch einen neuen? Nein, keinen so großen. Ja, es ist ein Tempel. Ja, doch, durchaus. Aber oh, sollte euch das gefallen? Ich habe gehört, dass Zwerge bei seiner Erbauung mitgearbeitet hätten. Könnt ihr das bestätigen? Lasst mich einmal sehen. Ihr guckt euch das Mosaik ein bisschen an, gerade wenn ihr von oben kommt und einen guten Blick auf das Ganze habt, wenn ihr dann über die Brüstung schaut. Was euch verwundert, dass Rondra hier wohl in einer männlichen Gestalt als Sturmgott dargestellt wird und nicht als weibliche Person. Ihr könnt eine Bauerngottheit erkennen, zumindest als Regenbringerin, und sie fährt wohl einen Wagen, der von Löwen gezogen wird. Ja, durchaus. Hier sind einige zwergische Baustrukturen. Hier, ganz klassische zwergische Steinmetzkunst. Das sieht man. So glatt kriegen Menschen keine Kanten hin. Muss gestehen, ich hatte es mir anders vorgestellt. Inwiefern? Ist doch schön. Rondra sieht sehr seltsam hierauf aus. Hier sind diese ganzen Linien und die Zahlen. Hier sieht man an der Seite. Wozu sind die? Ich habe keine Ahnung. Aber seht mal, da ist sogar die Sphinx abgebildet. Boltax, du kannst vor allem erkennen, warum auch immer, aber das sind rogolansche Runen. Oder, naja, wirklich rogolansch ist es nicht, aber schon irgendwie ist ein Runenalphabet. Lass mich schauen. Aha, das sieht sehr zwergisch aus. Seht ihr dieses Schriftzeichen hier? Das ist auf jeden Fall. Hat sich der Baumeister da verewigt und seinen Namen hinterlassen? Ja. Vielleicht. Wer weiß das schon? Nur ein Zwerg. Werde dazu nichts weiter sagen, aber es ist auf jeden Fall zwergischer Einfluss hier zu spüren. Definitiv. Nun, aber genaueres kann ich auch nicht dazu sagen. Ich habe mich nicht so ausführlich mit der Geschichte Rondras beschäftigt. Auch wenn ich ein, zweimal in Aribo auf Exkursion war. Ich wollte ja meine Säule selbst betrachten. Sieht schon sehr prächtig aus. Ihr auch, keine Frage. Gut zu hören. Ich kam leider nicht dazu, sie mir selbst anzusehen. Naja, und dass Rondra hier als Mann abgebildet ist, naja, mit dem Geschlecht von Göttern ist das ja immer so eine Sache, nicht wahr? Ja, eigentlich nicht, ich oder? Ich denke auch nicht, nein. Nun, ich denke, Göttern ein Geschlecht zuzuweisen ist, nun ja, ein Versuch von uns beschränkten Menschen, sie besser begreiflich zu machen. Meint ihr nicht? Nein. Ich denke, Götter da könnte etwas dran sein.
denke, Götter sind so völlig verschieden von uns, dass wir irgendwie versuchen, mit unseren menschlichen Maßstäben uns im Prinzip anzunähern, was uns niemals vollständig gelingen kann. Und naja. Die Götter haben uns ihre unfehlbare Wahrheit offenbart und daran zu zweifeln ist Ketzerei. Und Angrosch baute die Zwerge nach seinem Bilde. Ich denke also, so verschieden werden wir gar nicht erscheinen. Und dementsprechend ist es schon sehr einfach anzunehmen, dass Angrosch Herr Angrosch ist und Sumu die Mutter Sumu. Nun, Yalan, wie kann das dann sein, dass sich diese unveränderliche Wahrheit über die Jahrhunderte und Jahrtausende eben doch immer verändert hat? Waren alle unsere Vorfahren Ketzer und wir die einzigen, die im Besitz der Wahrheit sind? Angesichts dessen, was unsere Vorfahren teilweise getan und gedacht haben, bin ich bereit, dir zu glauben, ja. Aber warum sollten wir dann besser sein? Ich weiß ja nicht, was ihr so tut. Egal, egal. Ihr habt recht. Lassen wir dieses Thema. Nun, aber ich muss sagen, Yalan, es war eine gute Idee, sich das hier anzuschauen. Ja, je länger ich hier bin, desto mehr fühle ich mich hier zu Hause. Yalan, du kannst neben dir eine weitere Zeichnung erkennen, ein weiteres Mosaik, was aber nicht in die Wand eingelassen ist, was nicht in den Boden eingelassen ist, sondern was in die Wand eingelassen ist, und du weißt nicht genau, womit du es verbindest, und dann fällt es dir doch wie Schuppen von den Augen. Das ist eine Rashtula-Zeichnung. Ein tulamidischer Reiterlord. Sag mal, Zulamin, ist das hier nicht dieses seltsame, was auch immer, das die Novadix anbeten? Ah, dieser Wüstengeist, davon habe ich gehört. Das ist kompliziert. Warum hängt der in einem Rondra-Tempel? Was soll der Blödsinn? Du kannst einen halben Schrein weitergehen und siehst dort ein weiteres Mosaik, was wohl Chor zeigt, neben Fex, wie sie gerade im Zweikampf sind. Ist das wirklich Fex? Mit offenem Mund kannst du noch einen Schritt weiter gehen und siehst dann eine Zeichnung von Razarak. Ich weiß nicht, wie Razarak aussieht, um ehrlich zu sein. Er sieht dem Propheten, den du eben auf der Brücke begegnet bist, verdammt ähnlich. Eine gehörnte Kreatur hat mit den Orks nicht so sehr viel zu tun, aber wie ein Minotaurus aus den Geschichten. Seht euch das hier mal an. Wer hängt denn sowas in einem Rondra-Tempel auf? Nun, ich denke, die Gemeinsamkeit ist, sie sind alle Kriegsgötter. Oder werden hier als Kriegsgötter verehrt. Ist das hier nicht Leftan? Oder das, was dieser gehört hat, wie auch immer draußen gerade gesagt hat? Ich hatte mit diesem Kult bisher nicht viel Kontakt, aber Stier? Stärke? Ja, ich denke, er hat aufgrund seiner Funktion als Kriegsgott Eingang in diesen Tempel gefunden. Und sicherlich auch Fex. Fex, müsst ihr wissen, wird hier nicht nur als Dieb des Handels und der List, der Heimlichkeit angebetet, sondern auch als der Echsentöter. Ha, das gefällt mir. Mir wird einiges sehr viel klarer, wenn man bedenkt, dass dies wohl der Tempel ist, in dem Ahmad al-Bahkam ausgebildet wurde. Mir wird einiges sehr viel klarer. Du erinnerst dich an deinen alten Gefährten Rondra. Er hatte einen Sklavenjungen bei sich, der seine Schwerter trug, und wurde dann gefällt von einem riesigen Golemiten. Ahmad Shada al-Bakra. Ich will hier nicht länger sein. Jetzt sind wir aber ganz schön weit gelaufen dafür, dass du es dir nur 5 Minuten anguckst. Nun, ich wusste ja nicht, dass dies hier ein... Nicht so wichtig. Haltet euch noch ein wenig auf, wenn ihr wollt. Komm, Boltax, wir gehen mal da vorne hin. Ich will noch einige von diesen Reliefs abpausen. Ja, gut. Schau mal, das musst du dir auch anschauen. Hier sind die Steine in einer sehr interessanten Folge. Bläulich, Lapislazuli und dann hellschimmernd blau.
Und das gibt diesen schönen Farbverlauf auf dem Mosaik. Ah, damit wie ist dieser Schatten dargestellt. Ja, ganz sehr hübsch. Genau. Ja, während Isarun einige von den Reliefs abpaust, lässt sie sich von Voltax erklären, was es mit den Steinen auf sich hat. Ja, und dieser Stein, er ist hier wunderbar symmetrisch eingefasst. Das lässt sich selten bis gar nicht von menschlicher Handwerkskunst bewertigen. Tut mir leid, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber solche hohe Handwerkskunst bedarf es der Zeit der Zwerge, die sie auf so etwas aufwenden. Und doch, ich würde sagen, dieser Tempel hat eine durchaus nicht leugnende zwergische Handschrift. Nicht alleine selbstverständlich, aber die Zwerge haben zumindest sehr stark mitgebaut. Ich denke, wenn ihr mehr über den Tempel wissen wollt, ihr einen der hier ansässigen Erzzwerge fragen. Die Zwerge sind ja noch relativ neu in der Stadt. Ich denke, die meisten kamen erst nach dem Auszug von Lorgrolasch. Ja, das habe ich gehört. Ja, das war. Kann es dir nur sagen. Glück haben wir so viele da rausbekommen. Naja. Aber egal jetzt, das sind alte Erinnerungen und ja. Schau dir doch das an. Ja, und ich würde dann auf irgendeinen weiteren Stein zeigen und dazu irgendwas erklären. Weil euch das mit dem Echsentöter interessiert hat, Boltax. Ja, das war so. Unsere Vorfahren, die ersten Thulamiden, kamen aus dem Raschulswall, aus dem Hochgebirge, wo es nachts ziemlich kalt wird. Und damals war die Ebene noch von den großen Echsen beherrscht. Den Achas und noch schlimmeren. Ja, den Drachen. Ah. Ja, und naja, sie machten Jagd auf die ersten Menschen und versklavten sie. Und Fex? Fex gab uns die Möglichkeiten, uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Naja, und deswegen konnten unsere Vorfahren im Schutz der Nacht in die Siedlungen der Echsen eindringen. Ihr müsst wissen, nachts können sie sich schlechter bewegen. Sie mögen keine Kälte. Und sie töten und ihre Leute befreien. Das ist sehr praktisch. Was hat Fex ihnen denn genau gegeben? Ich denke, den Schutz der Nacht. Metaphorisch gesprochen. Ja, das ist sehr praktisch. Ist zumindest ein bisschen ähnlich wie die Geschichte der Zwerge. Ja, wir sind aus den Bergen gekommen, sondern aus dem Inneren der Berge gewissermaßen. Angorsch uns baut. Naja, und die Echsen und die Drachen waren auch immer schon unsere Feinde. Also sind wir ein bisschen wie die Thulamiden. Ach, er hat euch gebaut? Natürlich. Das ist gar nicht so unähnlich. Es ist mehr ein Märchen, aber in dieser Geschichte heißt es, dass Aravatu, der Riese, die ersten Menschen aus Lehm und Blut und dem Wasser des Garang geformt hätte. Das ist interessant. Naja, die Menschen und die Zwerge nicht so unterschiedlich. Man lernt immer neue Sachen dazu. Es ist Mythos und es ist falsch. Ich sagte ja, es ist eher ein Märchen, aber die Ähnlichkeit zwischen den Geschichten ist doch auffällig. Das ist richtig. Die Horasier wurden nicht von Adavatu geformt. Wie kam das Meer? Eure Vorfahren, die meinen nicht. Ihr seid Horasier, nicht wahr? Nun, ihr sagtet Menschen. Die ersten Menschen wurden geformt. Ich korrigiere mich. Die ersten Menschen auf Aventurien. Aber wie gesagt, ich gebe selber nicht so viel auf diese Geschichte. Denn, naja, ein Riese. Ich würde doch eher sagen, dass wir von den Göttern erschaffen wurden. Können Riesen überhaupt sprechen? Aber ja. Dieser gibt manchmal offenbar sogar Orakelsprüche. Aber vielleicht sind auch das nur Gerüchte. Ja. Mehr zwischen Himmel und Erde, als unser Verstand uns erklären kann.
Habe ich in einem Buch gelesen.